Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht, und zwar aus dem Hause Mattel zu ihrer Masters of the Universe Origins Toyline, und zwar die Deluxe-Figur Snake Face. Ja, wir sehen die Deluxe-Verpackung. Ich bin ja immer begeistert von den Deluxe-Verpackungen, weil sie an der Seite nochmal so ein schönes Artwork der Figur haben. Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Ja, hier haben wir das klassische Masters of the Universe Logo kombiniert mit dem Snake Man Logo. Ja, wir sind hier immer noch im Moto-Jahr der Schlange. Darunter steht Snake Face ohne Untertitel. Das heißt, wir haben hier die europäische Version vorliegen. Hier in der Ecke lesen wir Deluxe Figur und daneben ist quasi das sehr tolle Artwork der Figur. Wir sehen auch hier die Figur schön in der Blister-Bubble drinne, und natürlich hat diese auch eine Schuppenstruktur, so wie auch die, ja, die normalen Versionen der Origins. Ein Snake-Man-Logo prangt auch vorne drauf, und hier sehen wir an der Seite auch schon ein bisschen Zubehör, einen Ersatzkopf, ein Schild und einen Schlangenstab. Auf der Rückseite sehen wir einmal, wie Snake Face, Prinz Adam und Extender ja quasi zu Stein werden lässt vor dem Grayskull Tower des Eternia Sets. Im Hintergrund sehen wir auch Screeze und den King Hiss. Ja, hier haben wir The Rise of the Snake Man mit den Figuren, die in dieser Wave zu bekommen gab. Die beiden Deluxe-Figuren Snake Face und Dragon Blaster Skeletor. Sowie die normalen Figuren Snake Tealer, Snake Trooper, King Hiss und Slamurai. Auf den Actionbildern sehen wir, dass wir den einen Kopf abmachen können, den anderen Kopf wieder draufsetzen können und dass man ihm hier vorne am Oberkörper Fächer öffnen kann. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, packen wir Snake Face aus und schauen uns mal an, was diese Figur ja so alles bringt. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt, den Snake Face. Ach ja, ich muss echt sagen, mir gefällt die Figur doch sehr gut. Also gestalterisch ist die top. Kann man jetzt echt nicht drüber meckern. Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. Der Detail hier im Gesicht, sehr schön. Vor allem auch hier oben auf dem Kopf die ganzen Schlangen mit ihren Details. Also das haben sie richtig schön gemacht. Auch hier so die abstehende Schlange finde ich sehr schön. Ja, und hier hinten schlängelt sich auch noch eine Schlange nach vorne. Die hat man so erstmal gar nicht gesehen oder wahrgenommen, weil sie hier oben drauf sitzt. Also finde ich schon mal echt klasse gemacht. Genauso die Bemalung hier am Kopf vorne mit den hellen Grün und dann ins Grau übergehend. Also, nö, da ist das Farbschema auf jeden Fall erstmal komplett getroffen. Wir sehen auch, dass es hier einen neuen Torso gibt. Das Snake Man Logo ist auch gut ausgemalt. Ja, und ja, weil wir schon bei neuen Teilen sind, also die Arme und die Unterarme, würde ich jetzt mal sagen, sind auch neu, auch gut bemalt. So die Kombination mit den Grau und Grün, sehr schön. Die Hose und der Gürtel, würde ich jetzt auch sagen, sind neue, ist ein neues Teil. Ja, und der Rest, ja, also, ne? Also es ist keine schlechte Figur, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass da nicht einiges in die Hand genommen wurde, ne? Snake Face, so wie er jetzt hier steht, ist ja knapp 15,5 cm groß und natürlich die üblichen Bewegungspunkte. Kopf ist voll beweglich, die Arme gehen schön nach außen, trotz der Finnen hier oben drauf, nach vorne, nach hinten.
Das Ellbogengelenk zum Drehen und zum Kippen, das Handgelenk zum Drehen und zum Kippen, natürlich das Hüftgelenk. Die Beine gehen nach außen, nach vorne, nach hinten. Kniegelenk zum Drehen und zum Kippen und das Stiefelgelenk zum Drehen und das Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Ja, also, wie gesagt, nicht schlecht gemacht. Vor allem sieht man auch immer so ein bisschen später so noch so ein paar Details, die natürlich auch bei der Vintage-Version war. Nur hier fällt sie dann auch etwas später auf, wie zum Beispiel die Schlangen, die sich hier rumschlängeln bis zum Bizeps, auf dieser Seite genauso. Also, wie gesagt, die Figur ist ein echter Hingucker und auch eine sehr schöne Hommage an die Vintage-Figur. Kommen wir zu dem Zubehör. Wir haben einmal das Mini-Comic. Hier natürlich kein Untertitel und auch keine ja, Sprechblasen drin. Also, ne, die europäische Version. Was ich hier aber auch sehr interessant finde, ist zum Beispiel, dass sie hier zum Beispiel Fengor drin haben. Also ein Charakter, der quasi sehr später erst entstanden ist. Boah, also, ne? Und hier natürlich auch den Dragon Blaster Skeletor. Und ich vermute mal hier eine neue Version von He-Man. Also, ne, kann man auch wieder mit einer, ja, mit einer Neuauflage von He-Man rechnen. Des Weiteren kommt natürlich der übliche Beipackzettel dazu mit den Sachen, die man abnehmen kann, wie den Kopf, die Arme, die Hände, den Torso und die Stiefel. Kommen wir zum nächsten Teil und zwar den Wechselkopf. Früher hatte die Vintage-Figur quasi hier hinten ein Hebel und wenn man den gedrückt hat, dann kamen die Schlangen quasi aus dem Torso, aus den Augen, aus dem Mund raus. Das Action-Feature gibt es hier nicht. Hier sind sie quasi in Richtung Classics gegangen mit einem Wechselkopf. Den haben wir hier. Auch sehr schön detailreich gemacht, ne? Also ähnlich den Kopf wie den ohne den Schlangen, die da rauskommen. Aber jetzt hier quasi mit den ganzen Schlangen, mit der Zunge hier an der Seite. Die Schlangen, das ist weiches Plastik. Richtig schön gemacht. Auch richtig schön detailliert. Das heißt, wir machen den Kopf ab und setzen ihm den Schlangenkopf drauf. Und schon kann er quasi die Gegner versteinern. Was natürlich auch noch dazu kommt, was bei der Vintage-Figur natürlich dabei war, ist, dass der Torso auch aufging mit den Schlangen. Hier haben sie jetzt einfach nur zwei Klappelemente gemacht, wo die Schlangen drin sind. Aber naja, was soll ich dazu sagen? Das alte Action-Feature gibt es ja nicht und das ist natürlich die beste Variante für die Origins-Toyline. Und des Weiteren kommt er natürlich mit seinem Schlangenstab. Auch der ist Origins typisch gut gemacht. Hier ist diesmal der Angriffspunkt etwas weniger detailliert zu sehen. Und ja, ne, also man kann über die Schlangen jetzt nichts sagen. Also die sind ja bei allen Figuren gleich gut gestaltet. Deswegen gibt es da eigentlich auch nichts zu meckern. Und natürlich passt es gut in der Hand rein. Des Weiteren kommt er auch noch mal, oh, na, bleib stehen, kommt er mit seinem Schild an und den haben wir hier. Auch der ist sehr schön gestaltet. Hier seht ihr viele Schlangen drauf in diesem Giftgrün. Das muss ich sagen, haben sie auch wieder sehr schön gemacht und ist auf jeden Fall auch sehr schön gestaltet. Und wenn man nach innen reinguckt, sieht man dann auch noch, ich weiß nicht, ob die Kamera das gut aufnimmt, da, jetzt sieht man es, die ganzen Strukturen von innen mit den Schlangen richtig schön gemacht. Ich finde jetzt vielleicht diesen Griff ein bisschen zu groß, aber okay. Ich glaube, bei der Vintage-Vorlage war der jetzt auch nicht der kleinste, aber der ist halt
klobig, ne? Also das muss man ja schon gestehen. Also, aber ich meine, er tut seine Dienste, ne? Und nicht gerade, wenn er die Schlangen draußen haben. So. Jo, und dann sehen wir den hier komplett in seiner, ja, Angriffsposition. Und wenn wir schon mal dabei sind und von der Vintage reden, die haben wir auch hier. Da haben wir ihn, den Snakeface. Ja, also wir können auf jeden Fall hier schon mal sehen, der Schild ist bedeutend größer geworden. Die Farbgebung überhaupt, ich würde fast sagen, kaum verändert. Auch so die ganze, also normalerweise kennt man das ja von den Origins, dass die Farben durchaus knalliger sind. Hier würde ich es fast sagen, das sind fast die gleichen, also ne, die Farbgebung ist identisch, ne? Und hier hatten wir das ja, das Action-Feature. Hier hinten haben wir den Hebel. Und wenn wir den gedrückt haben, kam hier quasi die Schlangen aus dem Mund, aus dem Kopf und aus dem Torso raus. Was ich natürlich viel schöner finde mit den Schlangen, die hier aus dem Torso rauskommen. Aber na gut, tut, das kann diese Figur jetzt hier nicht von den Origins leisten. Dafür ist die Kombination, die sie hat, schon ja, optimal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und damit war es das auch schon. Ich würde jetzt mal sagen, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann liked es, teilt es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.